nichts verändert. Es bleibt, wie gesagt, an der Spitze. Fehlstart über 4x100 Meter Frauen durch Gesine Walter. Damit ist gesagt, dass die A-Staffel in neuer Besetzung läuft mit Gesine Walter, Bärbel Wöckel, Ingrid Auerswald und Gür. DDR B auf der Bahn 5, DDR C auf der Bahn 6. Auf der Position 2 wird Bärbel Wöckel eingesetzt. Marita Koch konzentriert sich auf die 400 Meter und Ingrid Auerswald und Marlies Gür. Das ist klar. Der Start war nicht der beste von Gesine Walter, die gestern sehr gut lief über 100 Meter, deshalb diese Position heute einnimmt. Sie war stärker als Gladisch. Der Wechsel war ganz gut. Ja, für eine nicht eingewechselte Staffel war das stark. Aber Rieger läuft auch gut. Rieger und Wöckel und Ingrid Auerswald, der Jenaer Wechsel. Erstaunlich, dass die Jenaer Wechsel immer sitzen, egal ob Rückenwind, ob Gegenwind. Ob es auch auf den letzten zutrifft, bestimmt. Ja, perfekt, fast perfekte Wechsel. Marlies Gür jetzt mit Rückenwind. Bin gespannt, was noch herauskommen kann. Achtung, 42,15. Ähnliches ist zu sagen wie bei den Männern. Mehr ist nicht drin. Das ist eine ganz starke Zeit. Heute ist es kaum möglich, Spitzenleistungen zu bringen. Der Wind ist viel zu böig. Kompliment an diesen neu zusammengestellten Vierer und Anerkennung für diese Zeit. Kerstin Jahn von der DHFK. Petra Müller, die Junioren-Europameisterin von Wien-Schwechat auf der Bahn 2. Dann Kirsten Emmelmann vom SC Magdeburg, die ja noch für den SC Rostock startet, allerdings in Magdeburg zu Hause ist. Dann Marita Koch. Dann Sabine Busch, Christina Nädler, Ellen Fiedler, nein, Ellen Fiedler ist das nicht. Sie ist zwar avisiert, aber sie ist ja die 400 Meter Hürden gelaufen. Und Dorit Bohne. Konzentration auf die Bahnen 4 und 5. Dagmar Rübsam konzentriert sich auf die 800 Meter. Marita Koch wird sie ihr gewohnt schnelles Anfangstempo auch heute wagen. Vom Gegenwind dort drüben war bereits die Rede. Ja, sie wagt es. Im Scheitelpunkt der Kurve ist sie zu Sabine Busch bereits aufgelaufen. Marita, wie man sie kennt, mit enormem Speed auf den ersten 200 Metern. Achtung, da kommt die Zwischenzeit. Etwa um 22 Sekunden. Dort drüben packt der Wind zu. Natürlich nun eine Kraftfrage, eine reine Kraftfrage. Wie kommt Marita durch? Eine Leistung unter 50 Sekunden wäre heute schon klasse. Kann das noch schneller werden? Der Abstand zu Sabine Busch spricht Bände. Marita kämpft und 48,26. Da kann man nur den Hut ziehen. Und auch heute sei eine Spekulation erlaubt. Wenn der Wind nicht so in das Stadion pfeifen würde, die Marita Koch hätte heute eine Zeit um Weltrekord drauf gehabt. Ganz sicher. Eine Riesenleistung von ihr, diese 48,26 Sekunden heute im Heinz-Steyer-Stadion. In der Konstanz die stärkste 400-Meter-Läuferin der Saison. Keine Frage. Verdienter Beifall. Und diese Leistung wird ganz sicher auch von den Journalisten der DDR in Wort und Bild gebührend gewürdigt. Ja, man muss sie in Relation setzen zu dem Weltrekord von Jarmila Kratochwilova, 47,99, und zum eigenen DDR-Rekord, 48,15, den Marita Koch 82 bei den Europameisterschaften in Athen lief. Diese Leistung heute, es sei noch einmal gesagt, war eine der besten dieses Treffens des Großteils unserer Leichtathletikspitze hier in Dresden im Heinz-Steyer-Stadion. Noch sind die 200 Meter B-Läuferinnen nicht gestartet. Ja, richtig, wir gehen zum Diskuswerfen. Letzter Durchgang. Wie ist die Konstellation?
Dritte ist Sachse, zweite Mischinski mit 67,08 und Gisela Bayer nach wie vor 68,90. Grit Haupt, die Rekordhalterin Europas im Juniorenbereich, 60,36. Die erfahrenen Athletinnen haben heute klare Vorteile. Für die Jenaerin Grit Haupt ist es ganz, ganz kompliziert, denn sie muss sich erst an solche Bedingungen gewöhnen. Fünften Durchgang ungültig, Mischinski. In den letzten Wettkämpfen hat sich ja folgende Reihenfolge herauskristallisiert. Gisela Bayer war die stärkste, dann Irina Mischinski und dann Martina Opitz. Damit dürfte klar sein, dass diesen Wettbewerb einmal mehr Gisela Bayer gewonnen hat. Denn der Wurf der Berlinerin war nicht weiter. Bei vielen Versuchen war es zu registrieren, dass die Scheibe zwar relativ gut angestellt war, aber dann urplötzlich durch den Seitenwind abkippte. Und dann ist natürlich die Weite dahin. 63,96 auf der Tafel für Irina Mischinski. Gisela Bayer. In der Reihenfolge die letzte Athletin. Es bleibt bei 68,90. Und für unsere Kollegen in Berlin der Hinweis, es wird keinen 200-Meter-Anlauf mehr geben. Das Feld ist so zusammengestrichen worden nach den Staffeln. Wir könnten dann nach dem Diskuswerfen wieder aufgezeichnetes Material abfordern, damit wir dann in der Übersicht auch komplett sind. Im Diskuswerfen ist alles gesagt. Erste Bayer, zweite Mischinski und dritte Sachse. Auerswald und Göhr, DDR-B auf der Bahn 5, DDR-C auf der Bahn 6. Auf der Position 2 wird Bärbel Wöckel eingesetzt. Marita Koch konzentriert sich auf die 400 Meter und Ingrid Auerswald und Malis Göhr. Das ist klar. Der Start war nicht der beste von Gesine Walter, die gestern sehr gut lief über 100 Meter, deshalb diese Position heute einnimmt. Sie war stärker als Gladisch. Der Wechsel war ganz gut. Ja, für eine nicht eingewechselte Staffel war das stark. Aber Rieger läuft auch gut. Rieger und Wöckel. Und Ingrid Auerswald, der Jenaer Wechsel. Erstaunlich, dass die Jenaer Wechsel immer sitzen. Egal, ob Rückenwind, ob Gegenwind. Ob es auch auf den letzten zutrifft, bestimmt. Ja. Perfekt, fast perfekter Wechsel. Malis Göhr jetzt mit Rückenwind. Bin gespannt, was noch herauskommen kann. Achtung, 42,15. Ähnliches ist zu sagen wie bei den Männern. Mehr ist nicht drin. Das ist eine ganz starke Zeit. Heute ist es kaum möglich, Spitzenleistungen zu bringen. Der Wind ist viel zu böig. Kompliment an diesen neu zusammengestellten Vierer und Anerkennung für diese Zeit. Kerstin Jahn von der DHFK. Petra Müller, die Junioren-Europameisterin von Wien-Schwechat auf der Bahn 2, dann Kirsten Emmelmann vom SC Magdeburg, die ja noch für den SC Porostok startet, allerdings in Magdeburg zu Hause ist, dann Marita Koch, dann Sabine Busch, Christina Nädler, Ellen Fiedler, nein, Ellen Fiedler ist das nicht, sie ist zwar avisiert, aber sie ist ja die 400 Meter Hürden gelaufen, und Dorit Bohne. Konzentration auf die Bahnen 4 und 5. Dagmar Rübsam konzentriert sich auf die 800 Meter. Marita Koch wird sie ihr gewohnt schnelles Anfangstempo auch heute wagen. Vom Gegenwind dort drüben war bereits die Rede. Ja, sie wagt. Im Scheitelpunkt der Kurve ist sie zu Sabine Busch bereits aufgelaufen. Marita, wie man sie kennt, mit enormem Speed auf den ersten 200 Metern. Achtung, da kommt die Zwischenzeit. Unter
nein, etwa um 22, um 22 Sekunden. Dort drüben packt der Wind zu. Natürlich nun eine Kraftfrage, eine reine Kraftfrage. Wie kommt Marita durch? Eine Leistung unter 50 Sekunden wäre heute schon klasse. Kann das noch schneller werden? Der Abstand zu Sabine Busch spricht Bände. Marita kämpft und 48,26. Da kann man nur den Hut ziehen. Und auch heute sei eine Spekulation erlaubt. Wenn der Wind nicht so in das Stadion pfeifen würde, die Marita Koch hätte heute eine Zeit um Weltrekord drauf gehabt. Ganz sicher. Eine Riesenleistung von ihr, diese 48,26 Sekunden heute im Heinz-Steyer-Stadion. In der Konstanz die stärkste 400-Meter-Läuferin der Saison. Keine Frage. Verdienter Beifall. Und diese Leistung wird ganz sicher auch von den Journalisten der DDR in Wort und Bild gebührend gewürdigt. Ja, man muss sie in Relation setzen zu dem Weltrekord von Jarmila Kratochwilova, 47,99, und zum eigenen DDR-Rekord, 48,15, den Marita Koch 82 bei den Europameisterschaften in Athen lief. Diese Leistung heute, es sei noch einmal gesagt, war eine der besten dieses Treffens des Großteils unserer Leichtathletikspitze hier in Dresden im Heinz-Steyer-Stadion. Noch sind die 200 Meter B-Läuferinnen nicht gestartet. Ja, richtig, wir gehen zum Diskuswerfen. Letzter Durchgang. Wie ist die Konstellation? Dritte ist Sachse, zweite Mischinski mit 67,08 und Gisela Bayer nach wie vor 68,90. Grit Haupt, die Rekordhalterin Europas im Juniorenbereich, 60,36. Die erfahrenen Athletinnen haben heute klare Vorteile. Für die Jenaerin Grit Haupt ist es ganz, ganz kompliziert, denn sie muss sich erst an solche Bedingungen gewöhnen. Fünften Durchgang ungültig, Mischinski. In den letzten Wettkämpfen hat sich ja folgende Reihenfolge herauskristallisiert. Gisela Bayer war die stärkste, dann Irina Mischinski und dann Martina Opitz. Damit dürfte klar sein, dass diesen Wettbewerb einmal mehr Gisela Bayer gewonnen hat. Denn der Wurf der Berlinerin war nicht weiter. Bei vielen Versuchen war es zu registrieren, dass die Scheibe zwar relativ gut angestellt war, aber dann urplötzlich durch den Seitenwind abkippte. Und dann ist natürlich die Weite dahin. 63,96 auf der Tafel für Irina Mischinski. Gisela Bayer. In der Reihenfolge die letzte Athletin. Es bleibt bei 68,90. Und für unsere Kollegen in Berlin der Hinweis, es wird keinen 200-Meter-Anlauf mehr geben. Das Feld ist so zusammengestrichen worden nach den Staffeln. Wir könnten dann nach dem Diskuswerfen wieder aufgezeichnetes Material abfordern, damit wir dann in der Übersicht auch komplett sind. Im Diskuswerfen ist alles gesagt. Erste Bayer, zweite Mischinski und dritte Sachse.
Thema. Das ist alles für Sabine Busch, denn Tatjana Rostova ist heute nicht mehr dabei. Wahrscheinlich. Aber die Rostockerin zieht einen Start über 400 Meter, über 200 Meter, pardon, vor. Da haben wir Sabine Busch, Penkova aus Bulgarien, Rübsam, DDR, Emmelmann, Stamenova und Irva sind die Konkurrenten. Sabine Busch und Dagmar Rübsam, gestern konnten sie Tatjana Rostova am Ende mit. Die Erfurterin ist ja Serienmeisterin, 5 Sekunden im Augenblick. Sehr spannend hoch. 49,93 gestern. Könnte man für eine abgeben. Links. Gut auszumachen, dann gut die kleine Kabine durch die Kürzere. Kirsten Müller. Ganz unten. Ah ja, da ist die Kamera. Das ist Kirsten Eppelmann. Viel Platz, aber da ist auch noch Christine Walter. Es gibt ein Leistungsgemenge der jungen Damen über die Stadionrunde. Und jetzt kommt Sabine Busch. Ja, ja, wie erwartet. Sabine Busch klar vor den anderen. Sabine Busch vor Dagmar Rübsam in 49,75. Wie vermutet, es geht ein bisschen schneller. Gestern 49,93. Also einmal mehr Leistungsbestätigung durch die Erfurterin. Die 50-Sekunden-Grenze bereitet ihr keine Probleme mehr. Eine erfreuliche Feststellung. Kirsten Emmen wird